meine Erfahrungen waren, dass eben genau deshalb es wichtig ist, zuallererst zu gucken, was dich eigentlich blockiert. Weil wenn du halt das schon mal abschaltest, dann bist du halt auch erstmal imstande zu sehen, hey, das sind meine eigentlichen Ziele und meine wahren Ziele und es ist nicht das Geld oder es ist nicht das Auto oder es ist nicht irgendwas Oberflächliches. Hi Leute, so, ich habe heute David bei mir. Grüß euch, hi. Genau, und er hat, wir haben uns heute ein ganz schönes Thema rausgesucht, vielleicht kennt ihr das nämlich selber, dieses Thema, gerade ich mache ja viel mit der Ernährung auch, da kommen auch viele Fragen von euch, aber halt, es ist wirklich immer ein ganzheitlicher Prozess und diese Sache geht dabei oft ein bisschen unter. Und darauf wollten wir heute mal ein bisschen eingehen. Und zu Beginn noch mal ganz kurz, David, vielleicht darfst du dich selber noch mal ganz kurz vorstellen, damit alle hier wissen, wo du herkommst, von welchem Punkt. Ja. Total gern. Also ich bin David, ich bin 37, komme aus München und ich nenne es immer so, ich nenne mich als der Entdecker oder Erfinder vom Urkraftprinzip. Also so heißt das, was ich mache. Und da geht es nämlich genau auch um diese Ganzheitlichkeit. Und wir haben uns ja gerade im Bereich Ernährung halt kennengelernt. Aber genau, das ist halt auch ein total ganzheitlicher Ansatz. Und ja, da verbindet uns ja einiges. Genau, ja. Ja, David hatte mir schon vor einiger Zeit mal geschrieben, hatten jetzt immer wieder Kontakt. Und finde das echt super spannend. Total lieber Kerl. Und wie bist denn du eigentlich dazugekommen? Weil, wie gesagt, bei mir ist es ja zum Beispiel so, also ich bin viel über diese Bewusstseinsschiene, habe am Anfang Rüdiger Dahlke viel gelesen und da viel mit Meditation, Atemübungen und so weiter gemacht. Und natürlich auch mit der Ernährung, aber wie gesagt, halt immer ein ganzheitliches System. Und du bist da ja eher so von der Psyche her rangegangen, komplett am Anfang, ne? Genau, also beziehungsweise es war eigentlich ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ich finde, man selbst hat immer so unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Baustellen. Also man hat so unterschiedliche Symptome aus verschiedenen Bereichen und mal ist das stärker, mal ist das stärker. Ich habe mich eine Zeit lang irgendwie fast nur mit Ernährung oder gesunder Ernährung auseinandergesetzt. Dann gab es eine Zeit, wo ich dachte, ich fühle mich vor allem psychisch halt total ausgelaugt, irgendwie so erschöpft und es ist immer so gesprungen. Also ich habe immer gemerkt, ich habe da auf dem Bereich oder auf der Ebene ein Symptom oder irgendwas, was mir halt irgendwie nicht gut tat oder wo ich gemerkt habe, hey, da ist irgendwie so ein Unwohlsein und habe dann versucht, genau das Symptom zu bekämpfen. Also ähnlich wie, wenn wir dann sagen, okay, ich habe Kopfschmerzen, nehme jetzt eine Kopfschmerztablette. Und der Fokus war dann immer nur auf ein Symptom und bis ich dann wirklich gemerkt habe, okay, irgendwie muss es da was Ganzheitlicheres geben, weil sonst rennt man eigentlich nur noch den kleinen Baustellen nach, die man da so findet. Ja, genau. Mir ist dazu dieser Vergleich mit dem Motor, finde ich immer ganz passend. Natürlich ist der Mensch keine Maschine, aber trotzdem, wenn du halt einen Motor hast, wenn du ein Auto hast, es ist halt immer ein ganzheitliches System. Und genau, wenn man dann halt denkt, okay, ich lasse den Körper mal beiseite, ich lasse mal die Körperübungen oder die Ernährung beiseite oder ich lasse die Psyche beiseite. Ja. Dann funktioniert gar nichts mehr. Das ist wie wenn du, du hast einen Motor und auch wenn nur ein Zahnrad fehlt, auch wenn du 400 PS hast, du bringst es halt nicht auf die Straße, der dreht einfach im Leeren, genau. Ja, vor allem du sagst da, ich finde, du hast da einen total schönen Aspekt auch angesprochen, nämlich der Effizienz. Also letztendlich ist ja auch, dass Menschen immer sagen, hey, was hilft mir, wenn es mir wirklich langfristig besser geht oder gut geht? Und wenn du jetzt zum Beispiel oft hast ja Menschen, die haben alles ausprobiert, also immer nur in einem Bereich quasi. Die haben das ausprobiert, dann haben sie da eine Diät gemacht, da einen Fitnesskurs, da eine Ernährungsberatung, aber halt nichts, also oft keine ganzheitlichen Ansätze. Und ich finde, da sieht man immer schön, dass die trotzdem bei einem landen und halt sagen, ja, irgendwie, ich habe alles gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nichts großartig getan. Und ich finde, da sieht man immer schön, wenn du es nur an einer kleinen Stellschraube versuchst zu drehen, kann es sein, es muss natürlich nicht, aber es kann sein, dass man dann einfach langfristig nicht zum Ziel kommt, also oder sich einfach nicht ganzheitlich gut fühlt. Ja, ja, das stimmt. Mir ist auch oft der Fall so. Manchmal sind auch Leute dabei, wo es in erster Linie eben um die Ernährung am Anfang erstmal geht. Aber so auf dem Weg merken dann viele wirklich dabei so, ey, okay, die Ernährung,
Dadurch bringst du halt nur diese ganzen Sachen, die im Körper nicht verarbeitet werden konnte, die psychisch noch nicht verarbeitet sind, hervor. Und dann geht es eigentlich darum... Dann geht es ums Eigentliche. Ja, genau. Diese Fähigkeit aber auch zu lernen, eben dann die Emotionen zu verarbeiten, die psychischen Themen, die Ängste zuzulassen und genau, die zu wandeln. Ja, vor allem, das kommt ja dann auch alles hoch. Es gibt ja auch so viele, die das vielleicht, also es gibt welche, es gibt so eine Sparte, die es vielleicht bewusst verdrängt haben und gesagt haben, oh, da möchte ich eigentlich gar nicht hinschauen. Aber dann gibt es ja auch ganz viele, die eher positiv überrascht sind und sagen, wow, das, ich habe zum Beispiel auch, arbeite auch mit Menschen zusammen, die mit dem einen Symptom auf der einen Ebene, also sagen wir mal auf der körperlichen zu mir kommen und dann finden wir aber heraus, dass es die Ursprünge oder die Wurzeln auf einer komplett anderen Schiene hat und das finde ich halt auch immer spannend, dass man auch dadurch, durch diese Arbeit, die du ja auch machst, durch diese ganzheitliche Arbeit, dass man dann ganz viel aufdeckt und auch total viele Aha-Erlebnisse irgendwie für sich hat. Ja, wie gehst du da mal, um es auch mal konkret direkt zu machen, so, wie gehst du davor, wenn jetzt zum Beispiel auch ein körperliches Symptom eben auftaucht? Gehst du da also, immer dann psychosomatisch auch erstmal ran, da erstmal mitzuschauen oder ja? Genau, also es ist total schön, dass du danach fragst, weil ich finde, letztendlich hat man so einen Prozess, aber du wirst es genauso bei dir haben, der Prozess, wie die Leute dann individuell da durchgehen, ist halt super, super verschieden und total persönlich. Aber grundlegend ist das so ein bisschen in so ein paar Stufen bei mir aufgeteilt. Also ich fange immer an, dass wir wirklich, das heißt ja immer so schön bei dem Psychologen, oh, du musst in die Kindheit gehen und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich ein bisschen so, also wir gucken uns immer wirklich um die Wurzel oder die eigentlichen Blockaden zu finden am Anfang, gucken uns so ein bisschen die Lebensgeschichte an und auch verschiedene Symptome oder Unwohlsein auf verschiedenen Ebenen, je nachdem, mit was die Leute so kommen. Und dann geht es so Stück für Stück runter. Also der Kern des Programms ist zuerst, die Blockaden oder was einen blockiert zu lösen, die wahren Wurzeln zu erkennen und dann eigentlich die Urkraft, deshalb heißt es auch so, also das, mit dem du geboren bist, was deine Stärken und Potenziale sind, das im zweiten Schritt dann wirklich aufzubauen. Genau, also es ist wirklich so ein Stufenprozess. Und wenn man dann die Urkraft aufbaut, ist die nochmal unterteilt und da kommen wir wieder zu dieser Ganzheitlichkeit. Also es gibt ja einfach so Psyche, Körper und Seele oder Geist. Das heißt, die Urkraft dann zu finden auf psychischer Ebene, das ist so wie deine Persönlichkeit, deine wahren Stärken. Dann die auf körperlicher Ebene, da kommt halt das, wo wir auch uns immer austauschen. Also gerade so die Ernährung, die Bewegung, aber eben auch vielleicht, was sich bei dir körperlich manifestiert hat. Und im dritten Schritt ist dann die spirituelle Urkraft. Das heißt, da geht es bei mir in dem Programm halt sehr stark darum, hey, wohin willst du eigentlich? Was sind deine Ziele? Was fühlt sich für dich wie ein erfülltes Leben an oder ein intensives Leben? Oder also wirklich diese Sinnfrage oft auch. Da kommt man dann oft zu, was ist ein geeigneter Job? Oder also alles, was wirklich in diese Sinnfrage mit hineinspielt. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein Thema, wo viele heutzutage interessiert, wie man solche Sachen angehen kann, dass man da mehr wirklich den Sinn in seinem Leben wieder mit reinbringt, weil heutzutage gibt es ja 1000 Möglichkeiten, die man machen kann, Millionen. Das und stimmt. Dieses Festlegen, beziehungsweise wirklich zu erkennen, ey, okay, ja, viele rennen dann zuerst auf eine Sache, denken, oh, das ist es und das macht mich glücklich. Also wie gehst du da zum Beispiel diesen Spalt an? Weil oft habe ich gemerkt, wie gesagt, viele denken dann, oh, mich macht was anderes erstmal glücklich, dass man da auch diesen... nicht in diese Falle gerät, dass man denkt, das Äußere da macht einen glücklich, sondern nee, dass man von innen heraus erstmal findet, ey, das fühlt sich jetzt für mich richtig an und dann kommt außen praktisch komplett nach und man kann da sich auch langsam umorientieren. Ja, das ist einfach, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, ich habe nur aus Erfahrung jetzt mit denen, also da, wie gesagt, da ist auch jeder unterschiedlich von der Art her, wie die durch die Prozesse gehen. Aber meine Erfahrungen waren, dass eben genau deshalb es wichtig ist, zuallererst zu gucken, was dich eigentlich blockiert. Weil wenn du halt das schon mal abschaltest, dann bist du halt auch erstmal imstande zu sehen, hey, das sind meine eigentlichen Ziele und meine wahren Ziele und es ist nicht das Geld oder es ist nicht das Auto oder es ist nicht irgendwas Oberflächliches. Und die meisten hängen tatsächlich oft nur bei diesen oberflächlichen Sachen, weil sie noch gar nicht bereit sind, überhaupt weiter zu gucken oder überhaupt zu gucken, was sind denn meine Stärken und vor allem gerade dieses
individuelle, deshalb nenne ich es auch immer individuelle oder angeborene Urkraft, das ist auch noch ein Punkt. Also, dass man gerade mit den Menschen versucht oder gerade den Menschen versucht zu erklären, dass sie eben zurück müssen zu dieser individuellen Stärke, die sie haben. Also gerade wenn du mit denen dann dich darum kümmerst, hey, nicht vielleicht, ach, der hat ein Auto, wie, also gerade diese Vergleiche, das wird ja bei dir vielleicht auch oft sein, dass Menschen schnell in diese Vergleiche gehen, irgendwie, der kann das essen oder der kann das nicht essen oder ich vertrage das nicht. Und bei mir ist es halt so, dass man die erstmal wirklich von diesen Vergleichen zurückholt, in das ganz Individuelle geht, guckt, was tut dir ganz persönlich gut, mit welchen Stärken und Schwächen bist du geboren und deshalb halt immer wieder zu dieser Urkraft zurückzukommen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und wenn man dann halt an die Wurzel geht und erstmal guckt, was hatte ich bis jetzt ferngehalten, Ziele oder Veränderungen zu erreichen, die dann ausschaltet oder auflöst, dann kann man eigentlich gut zu diesem Individuellen kommen, was die eigentlich dann stärkt. Und da sind die meisten, so, also da gibt es tatsächlich viele berufliche Neuorientierungen oder auch im privaten Bereich natürlich, also vielleicht auch was mal Freunde oder Beziehungen, einfach Beziehungen insgesamt. Muss jetzt gar nicht nur auf partnerschaftliche gemünzt sein, aber da kommen zum Teil dann viele Sachen heraus, wo sie wirklich sagen, ich verstehe gar nicht, wie ich so viele Jahre da gar nicht so hingucken konnte oder da nicht gefühlt habe, dass ich da eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen möchte. Ja. Ja. Und wie schlägst du da oft so einen Wandel vor? Weil das ist zum Beispiel auch oft Thema jetzt, auch bei mir in der Zusammenarbeit mit den Leuten. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, das, wo ich jetzt gerade bin, ist ganz nett, so habe ich mich damals für entschieden. Aber irgendwie merke ich es dann noch mehr. Ich habe jetzt ein anderes Bewusstsein, möchte was Sinnhafteres tun, was mich noch mehr erfüllt, was noch mehr Nutzen jetzt auch Menschen, ja, mehr hilft noch in der Welt jetzt aktuell. Wie schlägst du da oft so einen Wechsel vor? Weil manche sind da eher so die Leute so, hey komm, das ist alles, brech es gleich ab, so einfach in was anderes reinschmeißen, Job kündigen und dann auf gut Glück irgendwie was anderes machen. Ja, ich finde immer, es gibt zwei Punkte. Und zwar einmal, wenn dir etwas wirklich Leid zufügt, dann willst du es auch ändern. Also das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, wenn man immer wieder mit denen guckt, okay, ja, du kannst so verharren jetzt in dieser Starre oder in dem, es ist okay, aber willst du es wirklich? Also weil sonst wärst du jetzt nicht hier oder sonst würden wir nicht zusammen arbeiten wollen. Und der zweite Punkt, wie man, finde ich, sehr gut mobilisieren kann, also aktiv zu werden, sich was zu trauen, was zu verändern, ist vor allem die Ressourcenarbeit. Also zu gucken, was sind deine wirklichen Stärken? Und dann mit denen wirklich, also zum Teil ist es ja sowas Einfaches wie dieser typische, das kennt man auch aus der psychologischen Arbeit, dieser typische Notfallkoffer, nenne ich es immer, dass die Leute wirklich gucken, welche Ressourcen habe ich, welche Stärken habe ich und in Zeiten, wenn es mir schlecht geht, konzentriere ich mich genau auf das. Also sei es nur, hey, ein Duft, der mir irgendwie gut tut, Musik, die mir gut tut, und diese Ressourcen aufzubauen, das heißt, das Negative wegzunehmen, das Positive zu stärken und dann wirst du automatisch auch viel aktiver und wirst immer oder möchtest immer mehr dich immer mehr auch deinem Ziel oder deinen Zielen im Leben nähern. Ja. Du kannst das eben auch, weil du halt aktiv sein kannst. Jetzt man muss so. Ja erstmal immer aus dieser Starre oder Unbeweglichkeit irgendwie raus, finde ich. Das hemmt ja die meisten oft. Genau. Fähigkeiten jetzt auch sowas wie, bei mir war es zum Beispiel so, mit Inliner fahren, ne? Ich habe auch mich mehr darauf fokussiert, so beim Skatepark einfach, habe ich nebenbei noch während dem Studium einfach ein bisschen Inliner gefahren und dann hatte ich da zwei Kerle getroffen, die selber hatten auch studiert sogar und die haben dann so Inliner-Kurse über eine Firma gegeben, City Skate hießen die damals, immer noch, und die geben eben so Kurse an Schulen für Kinder. Und mit denen bin ich einfach ein bisschen gefahren und haben die gemeint, ey, die geben mir immer die Kurse, ob ich da nicht auch Lust drauf habe, die suchen da immer Trainer. Und dann habe ich das halt auch nebenbei gemacht, weil ich da halt einfach in dieser, ja, das hat mir einfach selber total Spaß gemacht und das dann noch weitergeben zu können. Und mit Kindern die Arbeit ist total genial. Das glaube ich. Ja, da kommt auch viel zurück wahrscheinlich immer. Ja, super erfüllend einfach. Also das war einfach so, es war halt keine Arbeit, das war wirklich so eine Erfüllung. Und genau, meinst du dann im Grunde? Erfüllung. Mich würde mal interessieren, übrigens, ich habe das
ich habe ja immer schon gesagt, ich war ja oder bin ja immer noch einer der größten Fans von deinem YouTube-Kanal auch und habe da auch schon viel gesehen. Jedenfalls wollte ich dich mal fragen, was wäre so dein größter Lehrer oder Inspirator für deine Arbeit, eigentlich, wenn du so zurückblickst? Gibt es verschiedene Leute, die mich sehr inspiriert haben. Also auch vielleicht so gerade in Bezug auf diese Ganzheitlichkeit, ist da irgendwas, wo du sagst, ja, das habe ich mir auch von dem oder dem, das fand ich sehr inspirierend, weil das vielleicht auch so ganzheitlich betrachtet. Ja. Ja, genau, das fand ich interessant. Also ich hatte so 2, 3, 4 Leute auf dem Weg, muss ich mal sagen. Also sehr stark am Anfang hat mich auch begleitet so Rüdiger Dahlke. Sehr viel davon geschaut und da sehr viel eben von der Psychosomatik her herangegangen. Da immer mehr begonnen, auch Meditation, Atemübungen einzubauen. Dann Thich Nhat Hanh. Buddhistischer Mönch, genau, mittlerweile ja schon verstorben vor ein paar Jahren. Und genau, er hat mich da sehr viel inspiriert, aber halt hauptsächlich am Anfang bei Rüdiger Dahlke habe ich wirklich alles da durchgelesen und dann später kam so der Ernährungsaspekt dazu. Das waren ein paar verschiedene Bücher, aber das war jetzt nicht so, dass ich mir davon regelmäßig dann noch so viel angeschaut hatte. Ganz zu Beginn auch nochmal Robert Betz. Ah, stimmt, den kenne ich auch. Vielleicht auch einige. Auch sehr viel. Ja. Genau. Bei ihm hatte ich eine sehr kurze, intensive Phase, wo mir das sehr, sehr weitergeholfen hat. Danach nicht mehr viel von ihm verfolgt gehabt, aber wirklich eine Zeit lang, wo bei mir so ein innerer Wandel war, wo ich damals in Stuttgart noch studiert hatte, einen Master angefangen hatte. Und da hat mir das sehr viel neue Wege. Dieses Buch hatte ich von ihm, Willst du normal sein oder glücklich? Und genau. Und jetzt im Moment ist es halt so im letzten Jahr, 1, 2 Jahren, Sadhguru, wenn den einige kennen, super inspirierend mit seinem Inner Engineering Programm und einfach die Vorträge. Ich habe mir davon, ich mache es halt immer so, wenn ich was gut finde, dann verfolge ich den sehr intensiv und bleibe dann auch bei einer Sache und setze das auch um und gehe da auch rein. Und bei ihm habe ich wirklich, weiß ich nicht, wahrscheinlich hunderte oder tausend Stunden schon Videos angeschaut und aber halt umgesetzt und immer wieder vertieft und genau, hat mir unglaublich viel weitergeholfen, kann ich auch jedem empfehlen. Wenn ich dran denke, verlinke ich gerne mal den Kanal unten drunter. Genau, also das war so. Aber stimmt, ich habe das auch total ähnlich. Also wenn, habe ich auch immer Fokus auf eine Person, die mich gerade total inspiriert hat und dann auf dem Weg kommen einfach immer andere, das stimmt. Ja. Ach cool, ja, schön. Was diese Ganzheitlichkeit angeht, bist du selbst da drauf gekommen, weil sich das, du hast ja dann auch relativ früh mit vegan oder Umstellung auf vegetarisch und vegan und dann eben Rohkost angefangen. Ist das dann bei dir automatisch durch den Prozess gekommen, dadurch, dass du dich der Rohkost genähert hast und durch diese andere Ernährung oder? Stimmt, das war tatsächlich, anfangs habe ich mal so nebenbei, erst hat es halt mit vegan begonnen, einfach weil ich einen Veganer kennengelernt hatte. Vegetarisch, das war halt alles ethisch bedingt erstmal. Und dann irgendwann vegan, als ich einen Veganer kennengelernt habe mit 19. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, eigentlich hat er recht. Seitdem vegan, jetzt schon über 10 Jahre. Ja. Wow. Ja, und okay. Genau. Und dann habe ich halt so nebenbei mal von Markus Rotkranz, werdet ihr auch genau sicher kennen. Absolut. Also gerade dieses Heile dich selbst finde ich immer total spannend. Also auch die ganze Story, ne, die bei ihm dahinter steckt, so von wegen, der hat es ja wirklich extrem gemacht, so hoch ich gehe in die Wüste 40 Tage und das war ja einmal so komplett Umstellung quasi. Ja. Ja. Du bist auch so in den Ernährungsthema, da wann bist du da so reingeschlittert? Ja, tatsächlich auch witzigerweise eher über das Ernährungsthema und halt generell über Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also siehe Markus Rotkranz, also wirklich dieses, dass man ja vielleicht erst in einer relativ oberflächlichen oder für sich selbst zumindest falschen Welt oder Wirklichkeit gelebt hat. Und dann so ein bisschen,
gesucht hat, was ganzheitlich, also ohne eben diesen kleinen Symptom immer hinterher zu rennen, sondern also einfach mal ganzheitlich da drauf zu schauen und dann wirklich versuchen zu wollen, insgesamt zu mehr Wohlbefinden zu kommen. Und die Geschichten fand ich alle sehr spannend, zum Beispiel auch von Franz Konz, der ist zwar immer, der wird zwar immer so ein bisschen zerrissen auch, aber ich finde ein paar, also klar, der war auch schon ein bisschen ein verrückter Kerl, aber ich finde halt trotzdem ein paar Sachen mit seiner Urmedizin irgendwie total witzig und spannend. Ja. Und ja, so, ja, einfach so Menschen, die halt ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dann nach dieser Ganzheitlichkeit gesucht haben. Ja, und zu dem psychischen Aspekt, wann hat das so bei dir gestartet? Ja, das war eigentlich, ich habe ja auch Psychologie studiert tatsächlich und das hat mich schon immer total fasziniert. Ja. Also ich habe dann auch nochmal den Heilpraktiker später gemacht und solche Sachen, also in die, also auch nur für Psychotherapie. Aber das hat mich sehr, sehr fasziniert, immer der psychische Aspekt. Deshalb ist zum Beispiel auch das Urkraftprinzip eher in diese Richtung aufgebaut. Da sind ja Ernährung und Bewegung tatsächlich nur so Basiskapitel, weil ich da eben nicht aus meinem Fachbereich komme, sage ich mal so. Aber genau, das, ja. Von da komme ich eigentlich, sagen wir es mal so. Ja, ja, cool, sehr schön. Ja. Ja. Und was hast du da selber für dich so, ja, von deiner eigenen Story her dann, was sind denn da zum Beispiel für Themen, alles aufgetaucht auf dem Weg? Also auch begonnen dann mit dem Studium vielleicht und jetzt in den Jahren noch? Ja, es war extrem viel. Also vor allem das, ich habe, glaube ich, für den ja, jobmäßigen, für die Veränderungen habe ich, glaube ich, am längsten gebraucht, so das wirklich zu machen. Da muss ich noch sagen, vor ein, zwei Jahren war das noch so, dass ich da immer noch an diesem ersten festgehalten habe und da immer so mit mir gekämpft habe. Und wenn man dann aber immer wieder zurückgeht und wirklich zu diesem, was macht mich denn aus, was macht mich denn besonders und einzigartig und vor allem, was tut mir gut, egal ob es jetzt bei Ernährung, bei Bewegung, bei Beziehungen oder was weiß ich, dann kommt man ziemlich schnell in diese aktive Rolle und verändert es dann irgendwann. Ja, ja, du, und du hast ja jetzt auch erst dann aktuell, ne, mit dem Programm wirklich gestartet, so mit dem Urkraftprinzip. Vorher hattest du immer noch Firmen da auch beraten, ne? Genau, ich habe Firmen beraten oder halt letztendlich ein Science-Coachings gemacht, aber halt wirklich das mit so einem Programm, mit so einem digitalen zu machen, das, das ist jetzt auch relativ neu mit dem Urkraftprinzip, ja. Ja. Genau, ja. Und da freue ich mich jetzt auch total drauf, also du bist da ja schon Experte quasi und genau, bin da noch ziemlich frisch drin. Ja, ja, sehr schön. Ja. Und wie war bei dir dann so der Zusammenhang, wo du dann zum Beispiel mal, ist ja für viele hier interessant, wenn du dann mit der Ernährung rumexperimentiert hast, was kamen da dann so für Themen? Wie, ja, wie viel kam also da so hoch? Also bei der Ernährung kam extrem viel hoch. Ich habe ja angefangen mit einem, also es war nicht 40-tägig, habe ich nicht geschafft, aber 38 Tage Wasserfasten. Ja. Und es war, ich glaube, ich habe noch nie so eine unglaublich intensive Erfahrung gemacht. Das war das Erste, wo ich so dachte, okay, Reset-Knopf drücken, einfach mal reinigen. Und ich erinnere mich noch an Folgen, wo du auch darauf hingewiesen hast, dass jetzt diese Extreme nicht unbedingt, so, vielleicht nicht unbedingt für den Anfang sehr ratsam sind. Ich habe es irgendwie einfach getan damals, aber ich habe da zum Beispiel gemerkt, dass gerade Gifte, alles, was so rauskommt, das war extrem. Oder zum Beispiel, das weiß ich auch noch, das hatte ich auch vorher in deinen Folgen gehört, dass zum Beispiel das gar nicht so gut ist, jetzt nur mit Früchten zum Beispiel anzufangen. Und das habe ich auch gemerkt. Ich hatte so eine Zeit, wo ich nur auf Früchte gegangen bin und habe gemerkt, wow, hier passiert gerade extrem viel. Und habe dann versucht, das einfach ein bisschen wieder langsam, einfach Schritt für Schritt, das langsamer anzugehen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt immer noch nicht bei Rohkost angekommen. Bin jetzt so zwischen vegetarisch und vegan und stelle einfach ganz langsam um. Und es ist bei mir, kommt bei Ernährung extrem viel raus, was ich dann eben auf verschiedenen Ebenen wieder bearbeite. Ja, 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 das ist auch. Ich würde sagen, das ist eines der spannendsten Felder in den ganzen Bereichen. Also, ja. Ja, das ist auch, was ich festgestellt habe, so genau diese Reinigungsphasen habe ich auch zwischendrin. Das kann man ja auch immer machen, eben sowas. Ich mache es am Anfang oft, dass ich dann lieber die Stabilität immer mehr noch reinbringe, aber so Reinigungsphasen kann man ja auch immer mal wieder dann tiefer gehen oder mal so Rohkostphasen.
Aber dann muss einem irgendwann auch bewusst sein, weil am Anfang unterschätzt man immer, ja, weil man weiß ja auch gar nicht, wie viel da im Grunde vorkommt. Ne? Genau. Und wenn du mit jemandem Normalbürger da redest, dann ist ja oft so, okay, was entgiftest du denn noch? Du hast doch jetzt schon irgendwie 5 Jahre da rumgemacht oder 10. Ja, aber das ist der Prozess heutzutage. Man muss sich überlegen, 100 Jahre ist da ja ein Minimum, wo du mal nachschaust jetzt. Seit dem Krieg wurde es ja richtig extrem. Und es wird ja auch dann weitergegeben von den Eltern und den Generationen davor. Ja, ja, sehr spannend, cool. Super. Vielen Dank dir fürs Teilen, David. Sehr gerne. Genau, wenn ihr noch Fragen dazu habt, kommentiert gerne mal drunter, schreibt mal unter das Video. Gerade was die psychischen Themen anbelangt, wie es bei euch war, was ihr da für eine Verknüpfung hergestellt habt und festgestellt habt. Und wenn ihr da Fragen zu habt, ich verlinke David seinen Podcast mal unten drunter. Mhm. Dann könnt ihr da gerne reinhören. Und ja, hast du noch abschließend? Ja, mich würde mal interessieren auch, wie die Menschen da draußen, wie ihr da draußen also über diese Ganzheitlichkeit denkt. Das finde ich nochmal spannend. Also einfach, ist es für euch wichtig oder seid ihr bis jetzt noch so, dass ihr eher so ein bisschen noch Symptome oder irgendwas konkret, dass ihr sagt, ja, ich will jetzt nur in dem Bereich irgendwie mich verändern oder denkt ihr auch ganzheitlich, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Das fände ich nochmal total spannend zu hören. Ja. Ja. Und auch vielleicht, mit welchen Bausteinen es bei euch begonnen hat. Genau. Ja, genau, stimmt. Ja. Genau, die meisten sind ja jetzt oft schon auf dem Punkt, dass sie da hingekommen sind, dass es immer alles ganzheitlich ist. Ja, stimmt. Ja, aber dann wirklich so, wo hat es denn begonnen und ja, wo auch der Hauptfokus jetzt gerade da ist. Ja, sehr super. Spannend. Vielen, vielen Dank auch an dich für die Einladung und ja. Ja, dir auch fürs Dasein und hat super Spaß gemacht und gerne mal wieder, also schreibt auch gerne, wenn euch solche Themen interessieren und solche Interviews ab und an mal. Ja, und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag heute und bis dann, macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.